Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten Acer-Monitore vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Als Gamer habe ich den Acer KG241YS3 intensiv getestet und bin beeindruckt. Sein 23,8 Zoll VA-Panel bietet eine knackige Full-HD-Auflösung, unterstützt durch eine hohe Bildwiederholrate von 180 Hz, die in Kombination mit Adaptive Sync und AMD FreeSync Premium für flüssige Spielabläufe sorgt. Die Helligkeit von 250 CD pro Quadratmeter ist ausreichend und der hohe dynamische Kontrast sorgt für tiefe Schwarztöne. Die Reaktionszeit von nur einer Millisekunde vermeidet Bewegungsunschärfe, ein wesentlicher Faktor für schnelle Actionspiele. Der Monitor bietet zudem flexible Anschlussmöglichkeiten mit zwei HDMI und einem DisplayPort-Anschluss. Die ergonomische Neigungseinstellung und die VESA-Montageoption erhöhen den Komfort. Was mir besonders gefällt, ist das schlanke Design mit schmalem Rahmen, das sich gut auf jedem Schreibtisch macht. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Der Acer XB323KRV ist ein 32 Zoll Gaming-Monitor, der durch seine 4K Ultra HD-Auflösung beeindruckt. Die LED-Hintergrundbeleuchtung und das IPS-Panel sorgen für lebendige Farben und breite Betrachtungswinkel. Mit einer beeindruckenden Reaktionszeit von 0,7 Millisekunden und einer hohen Bildwiederholfrequenz von 160 Hz ist er für schnelle Spiele ideal. Die Spitzenhelligkeit von 440 CD pro Quadratmeter und das hohe dynamische Kontrastverhältnis verbessern die Bildqualität erheblich, insbesondere in HDR. Außerdem unterstützt er Nvidia G-Sync und AMD FreeSync, was eine flüssige und reibungslose Bildwiedergabe gewährleistet. Ergonomisch betrachtet bietet der Monitor eine Höhenverstellung, Schwenk- und Neigungsfunktion sowie eine VESA-Montagemöglichkeit. An Anschlüssen stehen vier HDMI 2.1 Ports, ein DisplayPort 1.4 und mehrere USB-Anschlüsse zur Verfügung. Die eingebauten Lautsprecher mit 14 Watt Leistung runden das Paket ab. In puncto Energieeffizienz ist er in den Klassen F, SDR und G HDR eingestuft. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Der Acer EI491CURS hat mich als Ultra-Wide-Monitor mit seiner immersiven 49 Zoll Anzeige und einer beeindruckenden Auflösung von 5120x1440 Pixeln überzeugt. Die VA-Panel-Technologie bietet ausgezeichnete Blickwinkel und eine solide Farbgenauigkeit, unterstützt durch eine 94%ige Abdeckung des DCI-P3 Farbraums. Mit HDR10 und Display HDR400 ist das Bild lebendig und detailreich, vor allem in dunklen Szenen. Die Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und eine Reaktionszeit von 4 Millisekunden machen ihn ideal für Gaming und flüssige Videowiedergabe. Ergonomisch gesehen bietet der Monitor eine Höhenverstellung und Schwenkmöglichkeiten, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Er verfügt über zwei HDMI 2.0 und zwei DisplayPort 1.4 Anschlüsse sowie einen 3,5 mm Audioausgang. Die eingebauten Lautsprecher mit je 3 Watt bieten eine grundlegende Audioausgabe. Der Acer XV275UP3 ist ein hochmoderner 27 Zoll Monitor, der vor allem für anspruchsvolle Gamer und Kreative konzipiert wurde. Das VA-Panel mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung liefert gestochen scharfe Bilder bei einer Auflösung von 2560x1440 Pixeln. Die Spitzenhelligkeit von 1000 CD pro Quadratmeter in Verbindung mit HDR10 und Display HDR1000 sorgt für beeindruckende Kontraste und lebendige Farben. Die Bildwiederholrate von bis zu 170 Hz, übertaktbar, und eine schnelle Reaktionszeit von 2 Millisekunden ermöglichen eine flüssige Darstellung ohne Verzögerung, was bei schnellen Spielen entscheidend ist. Darüber hinaus bietet der Monitor eine umfassende Farbabdeckung von 99% im Adobe RGB Farbraum, was ihn auch für professionelle Bildbearbeitung interessant macht. Die ergonomischen Funktionen wie Höhenverstellung, Schwenkbarkeit, Neigung und Pivotfunktion tragen zu einem komfortablen Seherlebnis bei. Hinzu kommen vielfältige Anschlussmöglichkeiten, darunter USB Type-C, HDMI und DisplayPort. Der Acer XV252QF ist ein kompakter 24,5 Zoll Monitor,
der sich durch seine Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln und AHVA-IPS-Technologie auszeichnet, was klare Bilder und breite Blickwinkel ermöglicht. Mit einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von bis zu 390 Hz, die über Overclocking erreicht wird, und einer sehr geringen Reaktionszeit von nur einer Millisekunde eignet sich dieser Monitor hervorragend für schnelles Gaming. Die Helligkeit von 400 CD pro Quadratmeter und ein hoher dynamischer Kontrast bieten lebendige und klare Bilder. Ergonomisch betrachtet bietet der Monitor eine Höhenverstellung, Dreh- und Neigefunktionen sowie eine Pivotfunktion. Er verfügt über mehrere Anschlüsse, darunter zwei HDMI 2.0 Ports und einen DisplayPort 1.4. Die eingebauten Lautsprecher mit je 2 Watt bieten eine grundlegende Audioausgabe. Der Acer X45 ist ein beeindruckender Monitor, der sich durch seine enorme Bildschirmdiagonale von 44,5 Zoll und die UWQHD-Auflösung hervorhebt. Seine OLED-Panel-Technologie sorgt für herausragende Farben und Kontraste, was in Kombination mit einer Helligkeit von 1000 Nits und einem enorm hohen Kontrastverhältnis von 1,5 Millionen zu 1 zu einer exzellenten Bildqualität führt. Eine Besonderheit ist die schnelle Reaktionszeit von nur 30 Mikrosekunden, was ihn besonders reaktionsfähig macht. Die Aktualisierungsrate von 240 Hz ist ideal für Gaming und die Unterstützung von AMD FreeSync Premium verhindert Bildreißen. Ergonomisch bietet der Monitor eine einstellbare Höhe, Schwenk- und Neigefunktionen, obwohl er nicht pivotierbar ist. Zudem ist er wandmontierbar. Der Monitor verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 und USB Type-C. Der Acer RL242 ist ein 23,8 Zoll Full-HD-Monitor, der sich durch sein IPS-Panel und eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln auszeichnet. Die breiten Blickwinkel von 178 Grad sowohl horizontal als auch vertikal und eine Helligkeit von 250 CD pro Quadratmeter sorgen für klare und lebendige Bilder. Der Monitor unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 75 Hz und bietet ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100 Millionen zu 1, was für tiefe Schwarztöne und lebendige Farben sorgt. Er bietet grundlegende Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI 1.4 und D-Sub sowie einen 3,5 mm Audioausgang. Zu den Funktionen gehören AMD FreeSync-Technologie, ein Blaulichtfilter und Flicker-Free-Technologie, die ein angenehmeres Seherlebnis bieten. Eine Besonderheit ist der fehlende VESA-Montagestandard und die begrenzten ergonomischen Anpassungen, was die Flexibilität bei der Installation einschränkt. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!